Ja, das steht. Er hat sich vorne gar keine feiern lassen von den Fans. Das ist wahrscheinlich durch Mark und Bein gegangen bei Ihnen. Ja, genau. Ja. Ich habe mir eigentlich vor der Saison vorgenommen, zum so die Saison abschließen mit dem Sieg. Und wenn man es dann erreicht, ist es doch ein schönes Gefühl. Ja. Und so gefeiert zu werden, ist wahrscheinlich ein schönes Abschiedsgeschenk, das gleichzeitig ein bisschen ein brüllendes Auge hinterlässt. Gut, ich meine, das habe ich gewusst seit ein paar Monaten, dass es zu Ende wird gehen, die Reise, die ich da unternommen habe, die drei Jahre. Es war wunderschön und ich bin sehr froh, dass wir sie so abschliessen konnten. Sie haben gesagt, Sie haben sich das zum Ziel gesetzt, den Meistertitel mit der Mannschaft zu holen. Es war so ein holpriger Weg, manchmal, wo man vielleicht hat müssen knurzen, dass man den Glauben daran nicht verloren hat. Ich glaube, der Glaube war immer rum. Also, vor allem die Playoffs waren sehr anspruchsvoll. Es waren drei Mannschaften, die völlig verschiedene Stile hatten. Und wir mussten uns eigentlich ein bisschen anpassen. Ich sage, es ist schlecht gestartet, aber wir sind sicher jedes Mal das erste Spiel verloren. Und nachher haben wir langsam gefunden, den Schlüssel gefunden, eigentlich, um zu wissen, wie das wir agieren müssen. Und dann ist es ja dreimal aufgegangen. Also, von dem her, mehr kann man fast nicht richtig machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, merci vielmals und gute Feier. Danke vielmals, merci.